ist wieder soweit. Es ist Blind Date Zeit. Okkulte Edition. Heute sucht niemand anderer als unser geliebter Meistervampir Vladislav Strauß die große Liebe. Und er ist zwar ein Einzelgänger, aber manchmal fühlt er sich in diesem großen Schloss alleine doch ein bisschen einsam. Und wir haben offensichtlich gerade Vollmond. Und hallo Sensi. Der taucht mittlerweile schon obligatorisch einfach in unseren Videos auf. Um die große Liebe zu finden, lädt Vlad jetzt 3 Sims in sein Schloss ein. Aber damit unser oberflächlicher Vlad nicht nach der magischen Herkunft und dem Aussehen entscheiden kann, sind unsere 3 potenziellen Partner verkleidet. Wir haben Braunbär, Pandabär und Eisbär. Und alle 3 sind selber magische Wesen. Ich werde euch jetzt aber noch nicht verraten, was ihre magischen Kräfte sind. Okay, gut, hier ist es wohl relativ offensichtlich. Aber bei den beiden lasse ich euch mitraten. Verbirgt sich hinter diesen beiden Kostümen vielleicht ein Magier, eine Meerjungfrau, ein Vampir, ein Werwolf, ein Skelett, ein Alien oder ein Servo? Was könnte es sein? Wir haben 20 Uhr, das heißt, das allererste Date beginnt. Und das haben wir mit Braunbär. Ich teleportiere Braunbär direkt runter in den Keller zu Vlad. Die beiden stehen sich jetzt gegenüber und dürfen gleich machen, was sie wollen. Sieht gerade ehrlich eher aus wie so ein Westernkampf. Aber nee, Leute, heute soll es um die große Liebe gehen. Und Vlad ist übrigens ein Musikliebhaber. Er ist böse, ein Einzelgänger und ein schneller Lerner. Und Braunbär ist auch ein schneller Lerner. Er ist ein Snob, ein Geek und düster. Ey, ganz ehrlich, von den Merkmalen passen die einfach schon mal perfekt zusammen. Snobs sind übrigens sehr schwer zu beeindrucken. Aber ihm gefällt das Haus von Vlad. Oh, naja, dezent dekoriert. Die Ästhetik dieses Hauses ist akzeptabel. Naja, immerhin. Bevor das allererste Date jetzt aber so richtig losgeht, werden wir jetzt noch ein paar zufällige Events auslosen. Wir haben hier 90 an der Zahl. Und das allererste, das passiert, ist die Nummer 50. Sperrt anderen Teilnehmer aus. Das zweite, das passiert, ist die Nummer 30. Was für schöne runde Zahlen heute. Machen Sport gemeinsam. Und ihr wisst, wir losen normalerweise immer 3 Sachen aus. Aber das dritte mache ich jetzt heimlich. Ihr werdet jetzt nur meine Reaktion sehen. Oh. Wow. Leute, es wird krass. Und das Date beginnt in 3, 2, 1, let's go. Ich bin super gespannt, ob die beiden aufeinander zugehen oder ob sie gleich getrennte Wege gehen. Bis jetzt machen sie nicht allzu viel. Aber ihr wisst, das Gehirn von Sims braucht immer ein bisschen und sie gehen einfach getrennte Wege. Sie entscheiden sich für getrennte Treppen. Ach nee, und ich dachte, wir haben hier jetzt einen richtig romantischen Moment. Aber Braunbär will einfach nur Fernsehen gehen. Während Vlad die Musik anmacht. Aber sie haben beide noch kein einziges Wort miteinander geredet. Ein toller Start für dieses Date. Wo ist denn dieser Fernseher? Hier. Er wird direkt verkauft. Es gibt hier keine Ablenkungen. Die anderen beiden Bären müssen wir übrigens hier auf dem Dachboden einsperren. Aber keine Sorge, die haben hier oben alles, was es braucht. Hier drinnen haben wir ein Badezimmer, hier haben wir einen Grill und da haben wir ein Bett. Nicht, dass ich hier irgendwas provozieren will, aber die beiden unterhalten sich wenigstens. Hey, oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Die beiden tanzen miteinander. Wow, also diese Moves sind definitiv überzeugend von Vlad. Aber haben sie schon ein Wort gewechselt? Oder stehen sie einfach nur stumm nebeneinander und tanzen? Ich meine, ein Tanz sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Um Mitternacht gehen wir heute übrigens auf ein Date außerhalb vom Schloss. Oh, und Braunbär hat das Interesse verloren, weil er einen Computer gefunden hat. Halt, stopp, nein. Wo ist dieses Teufelsding? Ich sag's euch, unsere Sims haben einfach einen 6. Sim für elektronische Geräte. Ich finde den Computer nämlich gerade wirklich nicht. Hier! Wird direkt verkauft. Vlad hat gerade wirklich the time of his life. Alleine. Aber hey, er ist ein Einzelgänger. Also ich glaube, das stört ihn gar nicht. Verrückt lachen. Dem geht's offensichtlich ausgezeichnet. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Braunbär ihm gar nicht so auf die Pelle rückt. Das würde Vlad wahrscheinlich eh nicht so gut gefallen. Aber ihn einfach nur anstarren, finde ich jetzt auch ein bisschen unheimlich. Braunbär hat gekocht, aber nur für sich. Er ist zwar eigentlich kein Einzelgänger, aber verhält sich wie einer. Während Vlad einfach immer mehr die Tanzfähigkeit aufbaut. Haben wir hier auf dem Grundstück eigentlich irgendwas, mit dem wir Sport machen können? Außer halt ein Bett. Oh, Leute! Hashtag familienfreundlich. Aber gilt Matratzensport als Sport? Ich weiß schon, wenn ich euch fragen würde, dann würdet ihr definitiv ja sagen. Ich kenne meine Schlawiner da draußen. Falls ihr übrigens Teil von den Schlawinern werdet, wollt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Und der Eisbär hat Angst in der Dunkelheit. Das passt natürlich überhaupt nicht zu einem Vampir. Was treiben die beiden da oben eigentlich? Rot leuchten offensichtlich. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber wir haben rein theoretisch Vollmond. Er war vor 10 Minuten noch da. Und daraus können wir vielleicht schließen, was dieser Sim für ein Okkult ist. Und der Geist ist jetzt einfach eingesperrt mit ihm. Oder ihr. Oh nein, er versteckt sich jetzt auch im Badezimmer, weil er Angst vor dem Werwolf hat. Ja, Leute, jetzt habe ich es ausgesprochen. Und jemand hat die Dusche zerstört. Was seid ihr bitte für Gäste? Sehr unhöflich. Oh mein Gott, wir haben schon lange Mitternacht vorbei. Zeitmanagement on point. Wir haben jetzt aber 5 Aktivitäten, die wir machen könnten. Wir könnten in den Gruselfreizeitpark gehen, in ein Vampirrestaurant, in ein Planetarium, in einen Nachtclub oder auf einen Friedhof. Und wir gehen heute Nacht in einen Nachtclub. Wir schnappen uns unser Date und der Nachtclub befindet sich direkt hier unten. Und ich sehe gerade, die beiden haben noch nicht mal ein einziges Wort miteinander geredet. Was ist denn das für ein Date? Ich hoffe, die Stimmung wird jetzt ein bisschen besser, wenn wir in diesen Nachtclub hier unten gehen. Oh, die Tanzfläche ist eh schon voll aktiviert. Sagt man das so? Das wird Vlad auf jeden Fall gefallen. Und Braunbär bestellt sich direkt was an der Bar. Und Vlad setzt sich neben ihn.
ihn. Er hat zwar direkt sein Handy in der Hand und die Barkeeperin macht einfach nicht ihren Job. Aber sie sitzen wenigstens mal nebeneinander, aber unterhalten sich nicht. Nee, Vlad, ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet. Okay, das lässt er sich nicht sagen. Er geht einfach und tanzt diesen jungen Mann hier an. Vlad, du weißt schon, mit wem du hier bist. Oh, mit Braunbär. Hallo. Du kommst genau rechtzeitig. Leute, ich weiß echt nicht, was ich von diesem Date halten soll. Wie gesagt, Vlad ist ein Einzelgänger. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass sie nicht so aufeinander kleben. Und Vlad starrt jetzt einfach die Wand an. Okay, Leute, ich muss intervenieren. Ich kann da nicht länger zuschauen. Und die beiden müssen eh Sport miteinander treiben. Das heißt, ich baue hier unten jetzt einen Pool hin. Hier direkt unter das Porträt von Vlad. Und die Stimmung ist ja gerade total ausgelassen. Was habe ich gerade gesagt? Vlad ist jetzt richtig kokett. Und flirtet mit einem anderen Mann. Leute, ich heule jetzt gleich. Ohne Spaß. Er ist gerade Meister der Finsternis. Weil es mitten in der Nacht ist. Und das macht ihn ultra kokett. Während Braunbär einfach im Club schläft. Oh mein Gott. Vlad flirtet wirklich mit jeder einzelnen Person in diesem Raum. Außer mit Braunbär. Leute, ich muss eingreifen. Vlad ist jetzt nämlich richtig mutig. Und die beiden reden das allererste Mal miteinander. Hier unten ist jetzt auch gerade niemand. Das heißt, sie sind ungestört. Und können zusammen unbekleidet baden gehen. Aber das macht nur Vlad, Leute, okay? Er ist gerade einfach so richtig wild drauf. Und ich weiß nicht, was Braunbär dazu sagen wird. Aber wir brauchen hier ein bisschen Stimmung zwischen den beiden. Und Braunbär verlässt einfach das Wasser. Der unbekleidete Vlad hat ihm wohl nicht gefallen. Gut, Vlad hält es gar nicht mehr für nötig, Kleidung anzuziehen. Und flirtet mit der nächsten Person, die nicht Braunbär ist. Das ist mir jetzt ein bisschen zu wild hier. Wir sind wieder zu Hause. Vlad hat immer noch keine Kleidung an. Und die Sonne geht gerade unter. Das heißt, wir schicken Vlad jetzt ins Bett. Das ist hier unten. Und Braunbär schicken wir auch ins Bett. Aber in ein ganz normales Bett alleine. Denn die beiden fangen gerade an, sich zu hassen. Und jetzt, Leute, passiert das, was ich ausgelost habe. Ich habe nämlich ausgelost, dass ein Einbrecher vorbeikommt. Das ist dieser junge Mann hier. Und ich habe auch ausgelost, dass unser Date Vlad im Stich lassen wird. Oh mein Gott, ich glaube, Hashtag familienfreundlich. Da sind gerade einfach drei Sims vor unserem Haus gestorben. Hallo, sind sie schon wieder? Oh mein Gott, und der Einbrecher geht in unser Haus rein. Vlad schläft seelenruhig in seinem Sarg. Und ich habe den Einbrecher verloren. Oh, nee, der liest auf unserem Sofa ein Buch. Ich kann nicht mehr. Oh nein, Leute, er legt das Buch weg. Und wir werden Braunbär jetzt aufwecken. Der hat das jetzt mitbekommen, wird nach oben rennen, diese Tür hier aufbrechen, um sich in Sicherheit zu bringen. Er schließt die Hintertür wieder zu, hat aber seinen Geistermitstreiter ausgesperrt. Und somit haben wir alle Dinge erledigt, die wir machen sollten. Das Date geht übrigens noch bis 8 am Abend und der Einbrecher geht wieder. Oh nein, 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 nein. Es brennt. Ich glaube, das ist gerade absolutes Karma. Aber könnte dem irgendjemand helfen? Komm schon, Panda-Bär, hilf deinem Mitstreiter. Wow, du hast mir gerade buchstäblich das Leben gerettet. Aber damit hat Braunbär das Date wohl frühzeitig beendet. Und somit startet Date Nummer 2. Und das haben wir mit dem Geist. Unsympathisch. Okay, nee, Leute, ich beschwere mich nicht. Der Geist ist einfach direkt auf Vlad zugegangen und die beiden führen jetzt eine Unterhaltung. Könnt ihr das glauben? Sie reden miteinander und sie verstehen sich sogar. Was ist fies? Einen Vampir ins Solarium zu schicken. Was für ein Witz. Wow. Kommt sicher gut an bei einem Vampir. Unser Geist ist eine Perfektionistin. Sie ist materialistisch, ordentlich und sparsam. Außerdem ist sie geschäftstüchtig, deswegen Peinlichkeit gestorben und hat Angst im Dunkeln. Das passt eigentlich gar nicht zu einem Vampir, aber ohne Spaß, ich bin einfach schon froh, dass die beiden sich unterhalten. Wir lassen hier auch wieder drei Dinge aus und das allererste ist die 88. Hat was mit dem DJ. Oh mein Gott, der arme Vlad. Das zweite ist die Nummer 17. Geht beim Date auf jemand anderen zu. Nein! Und das letzte werde ich wieder heimlich auslosen. Oh, das könnte schön werden. Ich habe vorhin übrigens auch gesehen, dass Vlad einfach Orgelfähigkeit auf 10 hat. 10 von 10. Ey, ganz ehrlich, das müssen wir uns anhören. Da haut er in die Tasten und seinem Date gefällt es nicht. Ey, Vlad, was haben wir für Leute in dein Schloss eingeladen? Sie ist total angespannt. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Chess spielen? Interessiert sie nicht, sie geht lieber ein bisschen Kicker spielen. Leute, schaut euch das an. Vlad macht mal wirklich was mit seinem Date. Auch wenn er offensichtlich keinen Spaß dabei hat. Oh je, Leute, ich glaube, der Werwolf hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Na, der verwandelt sich gerade in einen Werwolf. Aber man sieht es nicht wegen dem Kostüm. Ey, und was machen die beiden jetzt draußen? Nein. Die beiden tanzen miteinander. Aber der Geist hat halt unglaublich Angst vor der Dunkelheit. Leute, es ist Mitternacht. Das heißt, wir gehen jetzt in den großen Freizeitpark. Wow, das ist eine richtig tolle Idee für jemanden, der Angst im Dunkeln hat. Yay. Okay, Leute, wir haben es jetzt endlich auf dieses Grundstück geschafft. Und ich schwöre euch, das ist verflucht. Ich habe versucht, auf dieses Grundstück zu kommen und mein Spiel ist einfach zweimal abgestürzt. Beim dritten Mal hat es geklappt. Aber wir haben einfach eine Zeitreise gemacht. Alles ein bisschen wild hier. Und ja, Leute, ich weiß, es ist ein Halloween-Grundstück. Und wir haben leider noch nicht Halloween. Aber in 74 Tagen haben wir Halloween. Und wie ihr
alle wisst, ist Halloween mein absoluter Lieblingsfeiertag. Deswegen können wir nicht früh genug mit dem Halloween-Content starten. Und jetzt schauen wir mal, wie die beiden sich auf diesem Grundstück schlagen. Mein Computer offensichtlich nicht so gut. Wir haben hier so Buden, bei denen man was gewinnen kann. Aber ich würde so gerne in dieses Horrorhaus gehen. Wir nehmen unser Date jetzt an der Hand und gehen dann durch dieses Spukhaus durch. Und die beiden haben es nach oben geschafft und da tanzen sie jetzt auch miteinander. Und Leute, ich habe tatsächlich ausgelost, dass sie auf dem Date ihren allerersten Kuss haben werden. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Irgendwie hat es sich gerade einfach richtig angefühlt und Flat nimmt seinen ganzen Mut zusammen und die beiden küssen sich. Seht euch an, wie glücklich Flat ist. Aber das, Leute, wird unser Star-DJ jetzt zerstören. Wir haben das ja leider ausgelost. Also der Geist muss auf einen anderen Sim zugehen und hat dann was mit dem DJ. Flat hat in der Zwischenzeit eh schon eine andere Beschäftigung gefunden und unser lieber Geist hat Flat zwar geküsst, aber irgendwie hat sie dabei nicht wirklich was gespürt und deswegen lässt sie sich jetzt voll auf den DJ ein. Vor allem, weil sie Flat einfach nicht mehr findet. Der lässt seine Aggressionen gerade an der Mülltonne raus. Oh mein Gott, vielleicht hat er das mit dem Geist und dem DJ gesehen. Die beiden können sich jetzt nämlich gar nicht mehr widerstehen. Und sie wird jetzt auch mit dem DJ heimgehen. Und damit haben wir jetzt das allerletzte Date. Und zwar mit Panda Bär. Panda Bär ist ein Hitzkopf, selbstsicher, ehrgeizig und eine schnelle Lernerin. Wir erinnern uns, genauso wie Flat. Und es ist die allerletzte Chance für Flat. Ich drücke so unfassbar fest die Daumen, dass was Ordentliches rauskommt. Wir haben die Nummer 15. Finden einen Streuner. Als nächstes haben wir die Nummer 44. Schleichen in der Nacht raus und machen heimlich was. Nacht machen wir natürlich zu Tag. Und zu guter Letzt haben wir die Nummer 29. Oh, da hätte ich es euch fast verraten. Ist aber was Schönes. Okay, Leute, ich habe so viel Hoffnung gerade für dieses Date. Das könnte tatsächlich die große Liebe von Flat sein. Aber wie wir wissen, ist dieser Sim ein Werwolf. Werwolf und ein Vampir. Ist das die Love Story, die wir gebraucht haben? Bis jetzt sieht es richtig gut aus zwischen den beiden. Oh, sie wollten gerade gemeinsam in die Sterne schauen. Aber es stürmt gerade extrem. Und was macht der Geist im Wohnzimmer? Oh no, Leute, und der Werwolf verwandelt sich. Haben wir immer noch Vollmond? Oh, wir hatten ja eine Zeitreise. Ja gut, Leute, das ist jetzt ungünstig. Jetzt kann Flat nicht mal mehr auf sie zugehen. Ich will doch einfach nur, dass dieser Mann die große Liebe findet. Laszlo, ist das zu viel verlangt? Und da dreht der Werwolf durch. Aber vielleicht müssen wir deswegen am Tag rausschleichen, weil eigentlich geht es ja gleich los auf das Date. Aber der Werwolf sieht nicht so aus, als wäre er bereit dafür. Nee, der zerstört lieber Flats zu Hause und dann auch noch seine Musik. Er hat's wirklich kaputt gemacht. Leute, ich sag's euch, meine Hoffnung war so groß. Und da rennt der Werwolf einfach davon. Wir haben 7 Uhr am Morgen und der Werwolf hat Flats Haus komplett zerstört. Was für ein wundervolles Date. Der Werwolf wird sich auf jeden Fall mal bei Flat entschuldigen und alles reparieren, das er kaputt gemacht hat. Und dann schleichen sich die beiden aus dem Schloss. Wir gehen jetzt aber wohin, wo nicht so viel los ist. An einen Ort, an dem sich Flat super wohlfühlt, und zwar den Friedhof. Hier können wir nämlich in die Kapelle reingehen. Draußen würde Flat uns nämlich in der Sonne verbrennen und die beiden flirten miteinander, Leute. Da sind sie nicht süß gemeinsam. Und was noch süß ist, ist dieser Streuner, der den beiden jetzt über den Weg läuft. Oh, eine Kerze war vielleicht nicht die beste Wahl, weil wir haben hier ja einen Werwolf. Oh, und Flat hat wieder eine Orgel entdeckt. Das passt richtig gut zu dem, was ich ausgesucht habe. Oh, und Panda ist kein Hitzkopf mehr, sondern fröhlich. Hat Flat das jetzt in mir ausgelöst? Das wäre so schön. Flat nimmt sie jetzt auch noch mit unter die Kapelle. Hier haben wir nämlich die Orgel. Und ich kaufe dann noch eine Karaoke-Maschine. Und so kann Flat Orgel spielen, während Panda Bär singt. Oh, das ist so schön. Und übrigens haben wir hier unten im Keller auch ein paar Zellen. Aber was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Ist heute tatsächlich mal nicht mein Folterkeller. Und warum mögen die beiden sich nicht? Wie ist das jetzt passiert? Warte, ich sag's echt nur ungern. Aber langsam weiß ich echt nicht, ob es einfach an ihm liegt. Sozial unbeholfen. Einzelgängern fällt es schwer, Kontakte zu knüpfen. Ja, offensichtlich. Leute, die Beziehung ist wieder ganz auf Null. Flat, es tut mir so leid. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Wir schauen uns jetzt aber natürlich noch an, wer sich unter den Kostümen verbirgt. Unter dem Braunbär-Kostüm versteckt sich Simeon Silver Sweater. Ich glaube, der heißt so. Das ist der oberste Magier von der funktionalen Magie. Unter dem Panda-Bär-Kostüm versteckt sich die Alpha-Wölfin Rory. Und der Geist ist niemand anderer als Eliza Pancakes. Niemand von ihnen konnte Flats Herz erobern. Aber immerhin hat er jetzt eine Katze.